Ja, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Splatfest-Stream. Oder besser gesagt, zu einem weiteren Splatoon 3 Community-Stream. Ja, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass heute ein Splatfest ist. Ich hatte schon was anderes in Planung. Ich habe zum Glück rechtzeitig gesehen und noch schnell ein Team ausgewählt. Und auch das Hemd ein bisschen ausgerüstet. Ich habe mir da die Standardsachen, die ich dort drauf packe, reingetan. Hauptverbrauch, Spezialstärke und Regeneration. Und ich bin gespannt, wie dieses Splatfest ablaufen wird. Also, wir spielen das Splatfest. Was davon ist im Leben am wichtigsten? Geld, Ruhm oder Liebe? Ich habe Team Geld gewählt. Und ich kann auch direkt erklären, warum ich Team Geld gewählt habe. Also, zuallererst, mit Ruhm kannst du im Leben so oder so nichts anfangen, wirklich. Das ist hier gefühlt das, was man früher in der Schule hatte mit beliebtes Kind. Was bringt einem das? Gar nichts. Ich sag mal so, würde ich in Real Life berühmt sein wollen, dann würde ich hier mit Facecam sitzen und nicht mit einem YouTube-Avatar. Und für Liebe habe ich sowieso seit dem 12. Lebensjahr nicht mehr so wirklich viel für übrig. Das war nämlich der Tag, an dem ich zum ersten Mal in deinen Spiegel schaute. Müsst ihr euch auch mal live. Ja, und mit Geld kann ich halt am ehesten was davon anfangen. Es ist jetzt nicht so nach dem Motto, ich bin geldgeil, sondern einfach mit den anderen beiden Sachen kann ich nichts anfangen. Irgendwie guckt mein Charakter in die falsche Richtung. Keine Sorge, ich mache die Feinarbeiten. Ich zeige euch, wie es richtig geht. In dem Rolle beteilige ich mich nicht nie so wirklich abwachs am Kampf. Ich kümmere mich darum, dass die Base gefärbt ist. Die gibt die meisten Punkte. Heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht komplett gar nicht am Kampf beteilige. Pinsel konnte ich nicht viel gerade machen. Genau in dem Moment jetzt gerade ein Detektor. Eine verpasst. Wir müssen den Rest machen, Jungs und Mädels. Konnte ich rechtzeitig zuschlagen. Immer diese Skippies.
lief ja wunderbar. Oh, ein Team Liebe, ein Gegner für ein Team. Mein Team besteht aus Quash, schon toll. Oh, da klebt er gut. Niemand wird vermuten, dass ich unter dem Sprinkler sitze. Ich habe die von oben schon gesehen. Und tschüss. Ich schaffe es noch. Muss reichen. Ich wollte nur da oben drauf platzieren. Geht doch, ich hab's geschafft. Die Runde ist schon gewonnen. Yay! Heute läuft! Mann, wieder so viele Prozente, die verloren gehen, weil die so schlappig arbeiten. Ich helfe denen sofort mit dem Luffy. Mache erstmal hier fertig. So, jetzt sind die beschäftigt.
Dafür mag ich meine Blaster. Wenn der da oben gammelt. Los, meine Fluffies. Der ist sogar zu doof zu merken, dass da was hinter ihm explodiert. Von hinter mir? Hat doch keiner mehr vorbeikommen. Verdammt, ich wollte noch eine Curling werfen. Ich wollte versuchen, den Bluffbomber vorzukriegen, weil wenn man den ab Sekunde 4 wirft, dann ist er ja gemein. Aber hab's nicht mehr hinbekommen. Also ich habe ihn nicht mehr voll genug gekriegt. Da waren zwei Textblätter drin, die nicht reingehört haben. Stream. Hat das jetzt gerade eben kurz geändert. Komm hier. Da, wo ich eh noch färben will. Lass meinen Bluffer mal da helfen. Ansonsten scheinen die recht gut gefärbt zu haben hier. Ziehe ich jetzt auch in die Schlacht. Die waren zu zweit. Der wäre weg. Wir haben zwei mit Kontrablaster, einmal mich und einmal den, der da unten steht. Einfach da drunter stehen.
Ihr seid haben die ja echt gar nicht gefärbt. So, die sollten noch explodieren können. Ja, Victory. Läuft heute. Warum läuft es bei mir immer am besten, wenn ich alleine bin? Nicht gegen meine Community. Aber irgendwie ist das immer so, dass es alleine irgendwie besser läuft. Ach, Shane, hast du wieder da reingepeht. Du möchtest Chibi Shining aber wirklich sehen. Warum gibt nie einer die Punkte für die Animationen aus? Wofür habe ich die gemacht? Mein Füller ist schon wieder leer. Kennt ihr das aus der Schule, also von früher so bei euch? So eine ganz wichtige Arbeit mit, am Schreiben und ihr habt nur einen altbewährten Tintenschreiber und keine Ersatzpatronen dabei und dann genau so in der Mitte ungefähr. Kann natürlich auch früher sein, geht euch die Tinte aus. Kanntet ihr das? Das ist mir so häufig in der Schule früher passiert. Auch in der Ausbildung ist mir das ein oder andere Mal passiert. Richtig ätzend. Den Sprinkler weggemacht. Die arbeiten hier aber viel mit Sprinklern. Weg mit dir. Komm, platzt noch. Sekunde 6 ist es tatsächlich, wo ich die abfeuern muss. Ich habe die viel zu lange nicht genutzt, offenbar. Im Übrigen mal so eine andere Sache, die ich mal nebenbei ansprechen kann. Dieses Trading Card Spiel, was es hier gibt. Da wird es offenbar doch keine Folge bei YouTube geben. Weil ich ja mit Ghost EZ und Terra und Blue diesen extremen Streit hatte. Wegen Nichtigkeiten. Also, ja, dazu wird es nicht mehr kommen. Ich könnte allerhöchstens den Ehrenzuschauer nach da noch eine Runde fragen. Der mich auch bei dem einen oder anderen Splatfest unterstützt.
Aber das wäre ja nicht dasselbe wie mit einem Kollegen. Wenn du willst, kannst du mitmachen, Muffin. Ich habe ja gesehen, dass du Teamgeld bist. Also vom Prinzip her solltest du nachjoinen können. Kennst du den? Der war schon mal offenbar irgendwo mit dabei. Okay. Also ich kann mir nicht merken, wer wo mit dabei war. Was war denn das denn gerade für Kleckser? Achso, das war... Da fährst du schon. Achso, na gut. Ja, mit Absprache ist ja sowieso nicht unser Ding. Nö, nö. Ich meine, ich war es auch ein bisschen, Fender. Ich glaube, ich hätte einen anderen Bett nehmen gehen sollen. Schnell unter die Überdachung. Das ist ein Pusher? Das ist ein Pusher. Ja, warte, hier, nutz es! Da kommt einer! Hab ihn! Ich hätte ihn ehrlich gesagt retten können, hätte ich besser geschossen. Ach, wieso hast du mich sterben lassen? Ich habe mich zwar zweimal getroffen, aber... Irgendwie schieße ich viel zu sehr auf Headshots, also... Das weiß, dass es hier keinen Unterschied muss, wo ja, ist. Ich weiß. Hier gibt's keine kritischen Treffer. Ich weiß. Aber ich habe es schon irgendwie letzten Male auch mal gemacht. Das ist irgendwie so eine Angewohnheit. Da unten ist ein Tintentitan. So eine Bedrohung? Nee, der kommt ja nicht hoch. Läuft aber ein bisschen besser. Oh. Hä? Zwei Gegner sind bei den Frauen schon? What? Na gut, kein Wunder, dass wir das schaffen. Verdammt, die Splatling, die ich gerade habe, die hat nicht so viel Reichweite. So, falls ihr nutzen wollt, hier ist ein Schild. Ach, du hast diese blaue? Die blaue liebe ich tatsächlich. Ja, aber die hat irgendwie kaum Reichweite, ist das Problem. Okay, wir können eigentlich ein... Ja, mit den Splatlings, die ist schnell geladen und kann die wegrecken. Ich glaube, die haben schon aufgegeben. Nee. Guck mal, der eine steht nur noch da oben. Ich glaube, die versuchen auch gar nicht mehr das Ergebnis zu verschönern. Kann ja nicht die Mauer hoch. Wenn es so eine Werfenfähigkeit gäbe, ja. Oh, was? Ach, weißt du, warum die aufgegeben haben? Nee. Du hast es auch gesehen, oder? Ja! Wow! Hast hätte ich auch aufgegeben. Da sind einfach zwei bei denen raus. Ich hab's ja nicht gerade vor einer Minute schon gesagt gehabt. Ich hab ein Schild für hier oben. Ich hab das ja nicht gerade umsonst gesagt gehabt. Was ist denn bei dir, Muffin mit Nintendo Online? Was? Nintendo Online? Ja, er hat Nintendo Online in den Chat geschrieben, aber da hätte ich gern ein bisschen mehr Info. Ach so, weil die rausgeflogen sind wahrscheinlich. Ich kann ja eben kurz nochmal eine neue Lobby aufmachen, sonst für Not, falls du noch mitmachen willst. Das ist mir ja. Du willst ja so oder so eine andere Waffe wählen, ne? So, ich habe die beste Waffe im Spiel. Nee, das ist auch unfair gewesen, ey. Er hat gerade die Tezuka gehabt, ich habe die Schwarmraketen auf ihn geschossen.
Da kann er sich ja nicht bewegen, richtig. Also ist ja richtig fies. Ja, ich habe extra gesehen, ah, der hat den Superhörmer. Dann mal auf ihn gehen. Ich bin richtig schnell, ja. Alter, die sind nicht gut, oder? Kann das sein? Das ist zumindest keiner geleftet. Falls du das fragen willst. Nein! Oh. Du hast es gejinxt. Was? Dass sie schlecht sind? Als. Ja, muss ich ja. Was läuft? Da kam auf einmal ein Stempel vor meiner Nase. Ja, genau den da. Warte, fein, Happy. Ist das noch einer? Ja, da war einer bei uns drin. Der ist mit dem Hammer reinmarschiert. Sehr gut. Wir müssen unser Gebiet befreien. Ist das doch. Nein! Nein, ich bin ohne mehr! Nein, wieso das? Habe ich vermisst. Was? Nein, ja, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe doch nur. Meine Mund ist leer. Ich sage einfach nur, dass ich das vermisst habe heute in meinem Ohr. Ja. Oh, wer kommt denn jetzt noch alles rein? Geh weg von mir. Offensichtlich. Ich hab's geschafft. Da ist einer mit dem Roller hinter mir hergelaufen. Und ich habe ihn trotzdem tot bekommen. Obwohl ich erstmal fliehen musste zum Laden. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt mach ich ihn Der Hydrant ist doch geil. Hab gerade wieder alle vernichtet. Du betreibst Propaganda mit der Waffe. Hab doch gut damit aufgeräumt. Sagen, Blatana, er hat reingehauen. Kann man gut nehmen, wenn man lange nicht mehr gespielt hat. Zweimal kleben. Dark, du carryst. Ich carry kein Stück gerade. Nein, jetzt muss ich wieder. Ach stimmt, ich hab Platscher. Ich weiß gar nicht, warum einige vorausstürmen. Mit Platscher bin ich so viel besser als die Leute. Also. Hallo Akaya! Locker. Die Akaya? Ich meinte dich damit gerade. Du hast gerade wie ja, eine Akaya angehört. Ja, wenn man seine Fellwaffen nimmt, dann sollte man auch ein bisschen nach vorne gehen. Also. Nein, mit meiner Waffe bin ich besser als alle. Ja. Das sagt man nur, um sich aufzumuntern. Das klang aber halt wie Akaya. Wir warten immer noch, dass er sich endlich mal tun holt. Ja, mit seinen wirtschaftlichen Problemen, angeblich. Domgegner? Nee, da war ein Gegner. Die ganze rechte Seite alleine gefärbt. Nee, du machst keine Heuboje. Bock. Ich sag ja. Warum er gegnerische Tinte? Ist ein Gegner. Oh mein Gott, was war das denn gerade? War es gerade ein Gegner? Weiß ich nicht. Ich sehe doch nicht, was passiert. Ja, ich habe aber mega viel Schaden bekommen. Dass dein Gegner gekillt hast. Verdammt! Wo sind denn die Gegner? Ich sehe ja gar keinen mehr! Killt die alle? Ich bin gerade on fly.
Ich bin bisher nicht einmal gestorben heute. Also bei der Runde. Wieso habe ich den nicht erwischt? Ich habe schon wieder auf den Kopf gezielt. Wieso mache ich das? Ich bin zu gut für die. Keiner kriegt mich tot. Oh, wie der mich fast noch bekommen hat. Noch keiner gestorben. Nee. Bisher nicht. Ich darf nie sterben, ich muss das halten. Nein! In der letzten Sekunde bin ich vom Dienerall überrollt worden. Oh, lass mich raten, du hast es noch nie geschafft, nicht einmal zu sterben. Das wäre eine Premiere gewesen. Oh, das war sogar noch knapp, Alter. Ich habe doch schon so ständig viel gehabt. Das wäre eine Premiere bei mir gewesen. Ich bin in der letzten Sekunde nochmal geschaut, beziehungsweise in den letzten drei. Gönn's mir nur einmal. Ach, kleinen Shining. Sonst wäre ich flawless gewesen. Gönn's mir doch. Ich hab's dir doch gegönnt. Ja, das Gegnerteam meine ich. Ich muss kurz prüfen, ob das der Song ist, den ich gerade im Sinn hatte. Wenn ja, dann schicke ich den. Oh nein. Kriegt was von Shining. Pets Teamarbeit. Das nicht. Das ist eine Kinderserie. Immer noch. Deswegen ja. Da kann immer heimlich was drin sein. Was du gar nicht so erwartest. Ja, drück doch A. So, hier. Man hat es bei mir gerade, glaube ich, im Hintergrund schon gehört, dass ich den Song gefunden habe. Was ist das denn für eine Schmeißfliege, die... Oh mein Gott, wieso habe ich die jetzt... Ach. Das hier meine das... ich. Alter, wie ekelhaft. Das war so eine Feuchtigkeitsfliege. Die kommt, wenn der Bio-Eimer irgendwie voll überfüllt ist oder so. Also ich hatte gerade einen Link geschickt. Ja, gerade am Baum. 12-Sekunden-Video. Das war, wie gesagt, eine Kinderserie, die lief immer so gegen 6 Uhr, während ich noch zur Schule gegangen bin. Jeden Tag hast du es gezockt, reingezogen? Ich habe mir das einfach während des Frühstücks reingezogen. Ich sag mal so, das war das Einzige, was Gute lief, was ich gucken durfte, zu der Zeit. Was ich gucken durfte? Ich sag mal so, alle anderen Sender, ProSieben und so weiter, hatten zu der Zeit halt nicht die jugendfrei... freundlichsten Kanäle. Oh mein Gott, Alter. Der mit seiner Zinsuka, ey. Der hat die aktiviert und direkt auf mich geschossen. Also innerhalb von einer halben Sekunde hat er das Ding benutzt. Ich wusste gar nicht, dass es so schnell geht. Oh ne, ein Sniper. Nein! Oh, eine Haftbombe! Nein, der Typ nicht nochmal. Aber eine schöne Kinderserie. Also klar, so 6 Uhr, wie gesagt, so 6 Uhr hatte ich da halt immer den Fernseher an. Hab mein Müsli gefuttert, hab einfach Nick laufen lassen. Also neben diesen Wonder Pets lief dann noch so Diego, dieser Tierschützer. Und dann noch Dora der Explorer. Ich hab das einfach nebenbei geguckt. Während ich gefrühstückt habe. Man muss auch bedenken, das war vor über 10 Jahren. Was ist das für ein Backe? Ich hab den Sauger, er kann mich einfach abballern. Was ist das für ein Bug, Mann? Das ist ja wieder...
wieder glorreiches, ey. Weißt du, du... Unerklärlich, ja. Oh, da war, ne, da war was hinter mir. Was für Kinderserien kennt ihr denn alles noch? Auch jetzt mal an den zukünftigen YouTube-Chat gerichtet. Schreibt das ruhig mal. Welche Kinderserie ist bei euch so ein bisschen hängen geblieben? Ist euch heute noch dran erinnert? Natürlich außer die Gummibären. Die müsste eigentlich jeder kennen. Ja, SpongeBob bleibt immer hängen. SpongeBob läuft auch heute noch sehr viral. Nein, ich habe genau in dem Moment, wo der in der Auftrag keine Tinte mehr gehabt. Oh. Ja, ich glaube, haben wir gewonnen? Waren wir siegreich? Ach, leck mich doch am Arsch. Nee, könnte gut sein. Okay, doch. Aber du musst die Hose runterlassen. Das habe ich nicht vermisst. Das ist klar, dass du wieder damit kommst, mit deinem... Seid ihr bereit? Teamarbeit. Kannst du ja jetzt den 12-Sekunden-Song anhören. Achso, ja, ich war wieder am Bauen. Na gut. Dann weißt du wenigstens, wovon ich die ganze Zeit rede. Alter, ja, ich weiß, dass... Ich weiß, dass sie schlecht gezeichnet ist. Es lief halt einfach nebenbei, als ich gefrühstückt hatte, immer. Was ist das für ein... Alter, das merkt man echt, dass du schaust, ey. Wie sieht die denn aus, Alter? Also, ja, so ein 5-Dollar-Budget. So, ja, das ist so eine... Die Hamster, Alter. Die Ente, ey. Komm, ich schick das auch mal hier in den Stream-Chat, dann wisst ihr wenigstens alle, wovon ich die ganze Zeit rede. Werbung! Ja, Werbung für eine Serie, die schon längst abgesetzt ist. Trotzdem Werbung. Könnte ich alle in Deutschland nehmen. Das Meerschweinchen ist doch knuffig. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Es hat eine richtig schöne Käppi auf. Ich finde die Schildkröte viel interessanter. Mit der Käppi, in der Serie hatte die nämlich auch, auch eine Brille auf. Erzähl bitte nichts mehr von der. Wenn du ganz genau hinschaust und siehst, dass die Schildkröte auch Schuhe anhat. Mann! Wenn denn... Das lief, während ich am Frühstücken war, bevor ich mich auf den Weg zur Schule gemacht hatte. Ja, dann warst du richtig motiviert. Also ja, dann dachte ich mir, Teamarbeit. Ganz neue Seiten von Shining, ey. Ey, zeig das mal Kaya, der lacht sich doch schlapp, ey. Natürlich lacht sich doch schlapp. Der erzählt mir das aber auch, welche Kinderserien der alle geguckt hat. Ich hab meinen Spongebob geschaut. Ein Song müsste ja hängen geblieben sein. Gummibären hüpfen ja hier und dort und überall. Das habe ich selten geschaut. Nein, den Song kenne ich nicht. Also sehr, also nicht gut. Nicht zu singen. Kann man die Gummibären nicht kennen? Wie können die jetzt schon bei uns sein? Das sind doch schon wieder Rusher. Ja, ich kenne die ja sehr, aber... Nein, jetzt kommen da wieder zwei Gegner um mich zu. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, die ganz Waffen. Ehrlich. Na, ich war ja ganz an der Flanke. Da, wo ich höchstens nur einen erwarte, aber nee, die kommt direkt zu zweit. Wenn der Pinselmann mich nicht besiegen kann, dann... Oh Gott, ey. Aber was habt ihr alle gegen das Meerschweinchen? Nein, ich bin stuck! Warum war ich stuck in meinem eigenen Zettel? Das waren seine letzten Worte. Ich war stuck in meiner eigenen Tinte, das hab ich auch noch nicht gesehen. Bist du da gerade bei mir gewesen, Dark? Was? Nee, das war Tempo. Also ich hab's aber trotzdem. Ich hab's aber trotzdem überlebt. Das ist Skill. Krieg's nicht hoch genug geworfen.
Ja, 3 Kills, ey, locker. So, jetzt. Schon wieder ein Gegner? Schnatze. Lass mich doch färben. Was auch hängen geblieben ist, Zweifel, nicht blau. So. Gero fand ich tatsächlich ganz cool. Klar, Kinderserie, aber für eine Kinderserie fand ich das recht interessant. Ich habe wenigstens was über Tiere gelernt. Oh, ich habe noch gekriegt. Auch. Oh. Tut mir leid, dass ich laut wurde, aber ich bin nicht einmal gestorben und ich war locker dreimal kurz vorm Tod. Ja, das ist flawless. Jetzt viermal. Ja. Genau, na, ich bin jetzt viermal. Ich bin grad, nicht. Ich bin gerade eiskalt in eine Haftbombe reingelaufen. Davon kann ich ihn nicht in der Papier hier aufstellen. Ja, aber ich bin nicht gestorben. Das passiert mir nicht. Ich sterbe aber immer. Jetzt bin ich gestorben. aber wir könnten das mal, vielleicht. Ich kann es ja nochmal abspielen, wenn du, ne, damit hier so ein bisschen die Stimmung kommt. Nein. Gewonnen. Doch, kommt dann, dass man gewonnen. Damit hier ein bisschen mehr Teamarbeit-Stimmung kommt. Ach, wir haben ja gut Teamarbeit geleistet. Die Teamarbeit war ja anscheinend Warte gut. Mal, ich guck jetzt nochmal nach, wie viele Staffeln das hatte. Ich hoffe nur eine. Ich hoffe wirklich nur eine. Drei Staffeln! Mist. Wie viele? Drei Staffeln mit 62 Folgen. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade 11 verstanden. Ich wär aus dem Fenster gesprungen, ey. Hätte sowas es hatte bekommen. Drei Staffeln. Na, wegen es keine vier. Na gut. Aber hier ist jetzt, wie gesagt, für heute erstmal Schluss. Für YouTube ist es hier ein Zwischencut. YouTube sehe ich so gesehen gleich wieder. Aber ich sag euch trotzdem mal eben kurz Ciao und bis gleich. Guten Abend und herzlich willkommen zurück zum aktuellen Splatfest. YouTube hat gerade eben die Zwischenergebnisse gesehen. Hier ist ein neuer Streamtag angebrochen. Team Liebe hat die erste Halbzeit ganz knapp gewonnen bisher. Aber das muss ja nichts heißen. Wir können ja bei den drei Fab-Matches jetzt gleich aufräumen. Ich hoffe, dass es heute wunderbar laufen wird. Die drei Fab-Matches sind irgendwie immer die Matches, die am schlechtesten laufen. Statistisch gesehen zumindest bei mir. Also, das ist jetzt kein Front an irgendwen. Da läuft generell schlecht, sowohl im Team als auch alleine. Ich weiß nicht, woran es liegt. Naja, jedenfalls, wir starten gleich in die Runden rein. Ich gehe schon mal in die Discord. Ach, da bist du ja. Ja. Meine kryptische Nachricht hast du verstanden. Bitte? Meine kryptische Nachricht kam an. Ja. Und im Sinne vom gestrigen Abend, seid ihr bereit, Teamarbeit. Musst du auch hier Motivation für Teamarbeit erschaffen. Nein. Ach, spielst du schon eine Runde? Ich dachte, du brauchst noch ein bisschen.
Achso, aber du spielst jetzt noch eine Runde, ne? Ja, nur eine, danach kann ich auch die andere Lobby gehen. Wir müssen Team Liebe in ihre Schranken weisen. Ihre Liebe darf nicht gegen die Macht des Geldes gewinnen. Geld muss immer gewinnen. Wenn ich investiere, habe ich auch mehr Chancen. Die Map ist vielversprechend. Und mein Kamerad auch, der nicht fährt, sondern einfach nur über den Boden kriecht als Tintenfisch. Ach, random Spice Platoon. Immer ein Genuss. Ich finde dieses Splatfest-Thema so ein bisschen langweilig, sag ich jetzt mal. Irgendwie total. Ja, irgendwie unnötig gefühlt. Da hat man irgendwas anderes nehmen können. Und das mit Geld. Geld war da die einzig logische Wahl. Mit dem anderen Zeug kannst du ja kaum mal anfangen. Also was genau hilft dir Ruhm im Leben? Also der eine hilft es auf jeden Fall. Ruhm der Ukraine heißt es ja immer. Jetzt bist du sprachlos, oder was? Nee, das Leben interessiert mich generell schon nicht mehr. Jetzt nicht so aus dem Grund, sollen verrecken oder hier sollen Krieg verlieren? Nein, das ist mich einfach mittlerweile nicht mehr interessiert. Ist ja alles zu viel geworden. Unter anderem. Nach der Runde muss ich meinen Hund rausschmeißen, weil der hinter mir quietscht. Nur weil er nicht angefasst wird. Derzeit kann ich erstmal. Ich habe den ganzen Start alleine gefärbt. Und wieso geht Grün zusammen mit Lila auf uns? Mein Hund geht mir gerade auf die Nerven. Ah, erste Runde läuft. Ich verstehe nicht ganz, warum sich Team Ruhm mit Team Liebe verbunden hat, wenn wir eigentlich zusammen auf die gehen müssten. Also die sind ja wirklich straight an der Mitte vorbei und die ganze Zeit auf uns gegangen. So, ich mache jetzt sofort eine neue Lobby auf, in der du beitreten kannst. Mein Mate hat einfach überhaupt nichts gemacht. Randoms sind in Splatoon genauso sinnvoll wie eh und je. Man muss halt das Surimi-Signal holen, aber bei der Map ist das ultra schwer. Ich traue mich nie, das zu holen. Wenn du, dich muss halt deinen Mate carryen, entweder, also dich beschützen, oder du musst den Schild aktivieren. Ansonsten hast du eigentlich keine Chance, das einzusammeln. Du musst halt sicher gehen, dass mindestens zwei Gegner tot sind. Also, sonst kannst du das Surimi-Signal nicht holen. Und wie gesagt, doch, es ist möglich, Schild plus dein Kamerad beschützt dich. Dann ist es easy möglich, tatsächlich. Ja, ich habe aber keinen. Ich habe. Also, ich muss so oder so auf jeden Fall deinen Kamerad beschützen, sonst kannst du es generell vergessen.
Oh, ich hab einen gekillt. Ich hab einfach nur meine Bluffies mal da runter geschickt. Dieser Kämpfer! Oh, ihr gemacht, der Lutscher! Klar campen genau. Die! Die Verteidiger müssen immer campen. Er hat genau oben gewartet. Wow. Guck, es ist möglich! Wow! Ja, weil die nur... Weil die hat ein Schild. Ah, okay. Ich sag doch, mit dem Schild ist es möglich! Es muss eigentlich immer einer im Team sein, der den Schild dabei hat. Ja, und Grün ignoriert, ach nee, Grün ist ja das Team, was wir verdient haben. Oh. Hol das Rumi-Signal, hol und schnell. Wie denn, wenn da zwei Leute stehen? Jetzt kannst du es dir schnell holen. Liebe dich. Ich hab's so fein gemacht. Achtung! Meiner. Ich hab's so gut gemacht da. Ich habe nie an dir gezweifelt. Das. Ja, ich hab den Sniper gesehen. Warte. Behinderung von hinten. Du denkst auch, du kannst quickscopen? Ist in unserer Base grün. Ich muss mal die Kotze hier entfernen. Oh, ich habe ihn bekommen. Guck, wir gewinnen noch mal eine Runde als Angreifer. Weißt du gar nicht, was du immer hast. Alter, das war eine gute Runde. Die fand ich mal wirklich richtig gut. Meine Bluffies sind noch explodiert, ja. Also müssten eigentlich gewonnen haben, laut Statistik. Und du sagst immer, Angreifer können nicht gewinnen. Ja, guck mal hier, sie haben ja auch nicht mal unsere Kleider. So gegen 21 Uhr würde ich dann aber auf die normalen Runden eventuell wechseln. Zu wenige Mitspieler gefunden. Bitte beginne eine weitere Suche. Das habe ich auch noch nie gelesen. Das ist ja das Beste von allen gewesen. Jetzt. Also ich habe noch... Das ist das erste Mal, dass ich diesen Text lese. Bei Splatoon 3. Ich muss sogar eine neue Lobby deswegen aufmachen. Und wie war der Film gestern? Hallo? Er will nicht mehr mit mir reden. Ist ihm zu peinlich, über den Film zu reden. Wir verteidigen schon wieder. Er wird auf mich gesneakt. Nicht mal richtig geschossen. Ich
Ohr noch aufgehalten. Auch die beiden Gegner sind okay. Ich hoffe, mein Sepitox-Nebel war hilfreich. Nö. Er hat ihn abgeschwächt. Da unten kam ihn einer. Nein. Ich wurde von der Nacht verliebt. Erzählt meine Geschichte weiter. So, jetzt. Die Mitte wurde eingenommen und du standst daneben. Wer, ich? Bei mir standst du da daneben. Ich war tot. Nein! Oh, Sniper! Ja, ist schon die ganze Zeit. Ja, aber der. Ich weiß nicht, aber der Sniper ist überraschend oder Inferno. Ganz einfacher Plan. Ich habe jetzt in den letzten Sekunden hier oben noch mal den Schild hingesetzt. Oh Gott. Ja gut, das haben wir aber geschafft. Ja, ich musste gerade eine Minute des Spiels ganz komisch sitzen. Hallo, wann greifen wir wieder an? Nein, wir sind kein Ork. Doch, wir sind Verteidiger. Yeah. Ich hab die Frage war, wann wir mal endlich wieder angreifen. Ja. Nee. Man kann doch als Angreifer nur gewinnen. Nein. Doch, haben wir doch gerade eben bewiesen. Ach du. Warst du letztes Mal beim Start nicht auf meiner Seite? Kann sein. Weil das letzte Mal ich mich gewonnen, weil du durchgerannt bist, dachte ich jetzt. Ist jetzt nee, ich bin nicht durchgerannt. Oh nein, der Arsch. Ich den gekillt hab. Da macht einer meine Taktik. Flexroller und Schwarmraketen. Nein, ich habe keine Tinte mehr. Zum Spawn. Nein, nicht zum Spawn. Das sag ich schon. Zum Spawn brauchst du doch gar keine Tinte. Zum Surimi-Signal. Weil da war ich damit gestorben. Da arbeitet einer mit den Bluffies. Ja, die sind nicht push. Doch, die können schon nerven. Ich finde die echt nicht gut. Oh, da ist ein Gegner. Lol, wie hat der mich denn gekillt mit dem Bullplatscher so schnell? An die Endzap. Ja gut. War peinlich, weil. Auf den. Also vor den Schwarmraketen habe ich meine Kugel beschützt, mein Schild. Vor der Kugelkugel hat nicht. Die Kugelkugel ignoriert das Land Schildes. So schnell konnte er nicht reagieren. Wow, die Raketen hat mich mit einem Schlag gekillt. Die Schwarmrakete. Wir sind aber gerade am Verlieren. Nee, Lila habe ich gerade wieder weggerät. Hat ja bisher keiner das Ding eingenommen, wirklich.
Hohe Kugel! Okay. Gewinn! Ja, wir müssen mal grün ein bisschen Farbe wegnehmen. Ich habe bei Grün noch ein bisschen an der Base ein bisschen Farbe weggenommen. Weiß nicht, ob wir das verloren oder gewonnen haben. Es kann aber. Okay. Könnte ein Victory sein. Ich habe noch ein bisschen was bei denen geholt. Ja. Ich habe Grün am Ende noch ein bisschen behindert. Ich war an deren Base. Und da oben, da gehen die meisten gar nicht nochmal gucken. Wir nehmen das Ding ein, Dark. Glaub an uns. Seid ihr bereit? Lieberbeit. Da zitiere ich wieder die Wonder Pets. Ich kann dich dann auch ruhig da oben verteidigen, während du das Ding einnimmst. Mit dem Fächerfärber kann ich sehr gut rumprügeln. Hast du dein Schild? Ich nehme mich halt. Pass! Nein! Ich weiß nicht, was das war. Warum hast du den Schild nicht weiter in der Mitte gesetzt? Ja, Entschuldigung. Ich hatte Angst. Hab ich gewehrt. Ich kann aber erst mal vorne da. Ein Schwupper. Sogar der hausnormale Schwupper. What the fuck ist das für ein Schwupper? Der ganz normale Schwupper. Oh. Ich bin weggeschwommen! Wie konnte er mich denn noch erwischen? Hacker! Solche Hacks gibt's bei Splatoon nicht. Das nennt man Lags. Gar nicht. Scheiß drauf, haben das liegen. Das wollte ich. Ich wollte das liegen. Hey, scheiß doch drauf, überhaupt da, wir haben's. Weißt du, was für ein Vorteil das ist? Weißt du, wie sehr mich diese Teil juckt? Nein! Die Schauerwelle juckt mich so gut wie gar nicht. Hui! Ich bin doof gesprungen. Warum hat er mich nicht umgebracht? Ist der doof? Ich hatte keine Tinte. Warum hat er mich nicht umgebracht? Ich hätte mich easy wegnieten können. Junge, den Tim hier machen. Den habe ich voll gezeigt, was es gemacht ist. Also gewonnen haben wir. Wir haben ja die komplette Mitte. Ein glorreicher Sieg. Ich hatte das Gefühl, das Hauptteam hat auch nicht versucht, wirklich bei uns reinzukommen. So ab der Hälfte. Und ist dann einfach nur noch zu grün gegangen. Nochmal, warum ihr das immer so spät auffällt, wenn da irgendwer geleftet ist. Ich guck selten da oben hin. Weil im Endeffekt endet es nicht daran, wenn man da oben drauf achtet. Klar, ja, du weißt, welches Team gerade vorliegt. Und da gehst du nerven, aber da gucke ich immer so die letzten 30 Sekunden hin. Oh, schön. Oh, die haben auch einen Bandschwopper bei sich. Und den Undercover.
Ach, einer mit einer Airbrush im Gegner-Team. Okay. Wir haben zwei Ader. Ich werde fast rausgeknurrt. In letzter Zeit passiert mir das echt häufig, dass es echt knapp endet, ey. Was? Ja, wie gesagt, die Airbrush, die ist ultra schnell beim Färben. Und die ist auch richtig stark im Kampf tatsächlich. Die ist mega heftig. Danke. Nutze ich. Wenn die ihre eigene Seite vernachlässigen, nutze ich das. Ja, ich hab's geschafft, oben drauf. Never mind. Boah, die Blasen hab ich fast alle, hab ich fast gekillt, ey. Ich hab dafür jetzt extra lang gezielt, um den Sprinkler so da oben drauf zu setzen. Meister. Scheiße, ich muss echt jetzt mal einen killen, weil 0-1 ich nicht sagen. Oh, ich stand gerade so aus der Reichweite. Das Gegner-Team stellt sich aber auch an. Ja. Ein bisschen mehr erwartet. Ich dachte, die werden auch stärker. Vor allem, wenn ich so krasse Waffen sehe. Alter, wie schnell kann man. Wie oft willst du den Sprinkler eigentlich direkt zu mir werfen? Das bringt dir nichts. Wie schnell können die den Schild bitte regenerieren? Das ist auch schon krass. Ich hab die Kohlkugel zu spät bemerkt. Was macht die Idioten eigentlich? Ist jetzt nicht gemeint? Ja, euch, weil ihr alle drei jetzt gerade verreckt seid. Ich hab die Kohlkugel erst gemerkt, als sie anfing nach oben zu kommen. Rennt doch nicht mitten in die Gegner rein, ey. Ich bin nicht in sie reingerannt, ich hab die Kohlkugel einfach viel zu spät bemerkt. Ich war oben, ich war nicht unten im Dark. Ich war nicht unter den beiden da unten, die gestorben sind. Ich war oben auf dem Teil drauf. Und auf einmal kam die Kugel aus dem Boden heraus. Ja, warum seid ihr denn alle drin? Ja, ja, bei mir kam sie, wie gesagt, überraschend aus dem Boden und ich habe sie zu spät bemerkt. Ja, aber... Oh, guck mal, der Dragon Ball Scouter, der eine. Ja, ist okay. Aber ich frage mich trotzdem, warum die anderen beiden dann auch gestorben sind. Randoms. Also ja, ich finde, hätten die sich noch ein bisschen schenken können, noch mindestens 2-3 Jahre. Ich hätte auch mal 350 für die. Vor allen Dingen, wenn da, wenn das wie damals ist mit dem DS zum 3DS, dann sehe ich auch keinen Sinn darin, die Switch 2 überhaupt zu kaufen. Es ist ja genauso, als wenn du deine normale Switch gegen eine OLED tauschst. Du willst links mal anpassen. Roller? Ich habe einen Roller, einen Flex-Roller. Oh. Keine Sorge, ich mach die Feinarbeit. Es ist ja nur eine neue Konsole. Es ist jetzt nicht so gesehen wie der Wechsel von Wii U zu Switch. Das ist ja wirklich einfach nur eine neue Switch. Ich hab gehört, meine Schwarmraketen haben dem vor dir schön genervt. Ich sterbe.
Mann, wenn ich hier nicht alles sauber machen würde, dann würden hier überall diese Flecken zurückbleiben. Ich habe einfach gar keine Verwendung für die Minen, ne? So, ich setze sie jetzt mal, damit sie überhaupt mal irgendwo sitzen. Weißt du, ich roll da lang und mir rennt jemand in den Roller rein. Also er ist wirklich reingeschwommen. Und ich war deutlich sichtbar. Der ist sogar aus weiter Entfernung in mich reingeschwommen. Ich glaube, der hat geschrien, spring mich um. Echt lustig manchmal, was die Gegner treiben. Warum ist da gerade nur einer? Ich warte noch ein bisschen. Ja, drei klingt besser. Ich glaube, seitdem ich hier oben bin, trauen sich die Gegner nicht mehr so raus. Wir stehen mehr als halb in ihrer Basis. Wie sollen die rauskommen? Ja, aber trotzdem, wenn der Sniper der halt schon weit vorne ist, dann... Oh, da war ein Gegner? Den hab ich erwischt? Der war hinter dem Sprengler? Das ist sehr interessant gewesen. Haben sich die, beim letzten Video von Splatoon... Haben sich die Leute da beschwert? Hm? Weil du meinst, ich wäre so sauer gewesen wie in dem Video. Das kann das ich instant prüfen. Ich habe mir das nicht angeschaut. Welches alles ist das Beste? Kommentare. Ich lese mal einen Kommentar vor. Der Junge in da am anderen Ende der Leitung braucht, glaube ich, mal eine Anti-Aggressionstherapie. Das war doch beim letzten Mal. Eigentlich beim vorletzten Mal. Die andere Nachricht ist Go Team Manille. PS, find's genial, wie du bei Sunny einfach den Spitznamen Mr. Unpünktlich hast. Schade, dass Sunny kaum reagiert hat auf den Vanille Victory. Ja. Ich lese auch noch, was der Unterschied zur alten ist. Und weißt du, was der einzige nennenswerte Unterschied ist? Eine bessere Akkulaufzeit. Also ja, die Switch 2 hätten die sich echt schenken können. Ich mach hier oben schon. Ja, guck mal, was da unten ist. Gar nichts. Geh du bitte da unten hin. Weil ich muss rechts auf den Sniper-Posten gleich gehen. Willst du campen? Was soll ich denn anderes machen? Mach André auch. Ich hab mich seit World of Tanks ein bisschen geändert, was das angeht. Naja, das Spiel, das spiele ich nicht mehr, seit die Artillerie so hart genervt haben. Bei World of Tanks habe ich früher immer gerne mit der Artillerie gespielt, aber seit die kaum Schaden mehr macht, irgendwie nicht mehr so geil. Ich sehe nur Airbrush im gegnerischen Team, ne? Nur. Du siehst jetzt das Problem mit dieser Waffe, oder? Dark? Ja, ich hab dich gehört. Du siehst das Problem mit Airbrush, ne? Haben wir die irgendwie gespielt? Ich finde, die Switch 2 hätten die sich 100% schenken können, wenn ich lese, was der Unterschied ist. Wenn da jetzt irgendwie so ein Unterschied ist, ja, wie bei der PS5, so, das sind Spiele, die du dann im Voraus spielen kannst. Oder generell alles Leistung besser, etc. Das wäre eine andere Geschichte gewesen, aber ich nehme nur eine bessere Akkulaufzeit. Ich bitte dich. Das hätte man sich dann schenken können.
Arvin. Ja. Ja, ich knall am Nahkampf, also. Ja, ich hab erst einmal daneben gehauen, tut mir leid. Ja, komm, ich bin jetzt einmal gestorben. Sonst hätte ich dich eher retten können. Erbisch ist so Rotze gegen zu kämpfen. Ich hab dich gesehen. Und er mich auch. Aber wir gewinnen offenbar. Tag, ich verrate dich! Hier kriegst du eine Mine von mir. Ist egal, wir haben gewonnen. Da steht ein Sprinkler in mir drin. Hilfe! Der, du badest. Ja, also, tut mir leid, dass ich hier rede mit der Sniper. Jetzt gerade viel Rede, aber. Ja, ich weiß, mit einer Sniper muss man sich konzentrieren. Alles verständlich. Wenn ich einen Windwerfer hab, dann kann ich gern mit dir reden, aber. Bei Sniper sonst, also wenn ich rede, dann treffe ich nichts. Ein Wunder, dass ich. Ja, 6-1. Ja. Ich lasse mich über diese Ergebnisse. Ich freue mich über diese Ergebnisse. Ich habe jetzt einen Telefonjoke eingeworfen. Kämpfen hier die ganze Zeit gegen das Team, was die Halbzeit dominiert. Ja, ich gehe ja nach da unten. Aber jetzt kann ich damit hier reden. Ja, so ist auch. Hast du recht. Ja, verpiss dich von meiner Linie hier. Ich war nur in der Mitte, steh mal. Ja, ich muss meine Schwarmraketen vollkriegen. Ich muss meine Entfernung vollkriegen. Apropos Schwarmraketen. Ah, der Typ ist schlecht. Auf die Schwarmraketen hast du im Nachhinein keinen Einfluss mehr. Doc, hier, eine Mine für dich. Ich hab dir Minen dahin gelegt. Ah, mögen sie noch dir helfen? Ich geh jetzt in die Mitte. Meta-Waffe, das war's. Danke. Kai hat mir geholfen. Ich habe ihn gerade angeschrieben. Oh. Es war Meta. Das ist die Meta. Danke. Oh, dann gibt's auch eine Sniper. Ich hatte den Fachbegriff Meta ja vergessen. Telefonjoker bringt's immer wieder. Sniper, ich hab mal gewonnen. Kann nur einen geben. Also ja, die Airbrush ist halt die Meta-Waffe. Ja, was war das denn? Oh, der LCC. Wieso war da auch ein Mädchen hier? Ich hab Vertrauen in euch gesteckt. Ich hab's gebrochen. Ach Doc, du brauchst wieder Minen, ne? Ich leg dir mal hier eine hin und hier vorne eine hin. Mögen kann sie dir im Dienst erweisen. Kannst du nur eine legen? Nein, man kann zwei legen. Man kann immer zwei legen. Nach der dritten wird die erste wieder gelöscht. Die markieren den Gegner ja und machen ein bisschen Damage. Jetzt hab ich ein bisschen falsch. Okay, ich bin durch jeden gerade einmal durch. Durch jeden Gegner? Ja, einer ist mir sogar reingesprungen. Ich bin durch alle gerade durchgerollt. Weißt du, ich spring so, während ich den Roller nach vorne halte, fünfmal gegen diese Schauerwelle und einer springt währenddessen einfach rein.
Einfach genial. Ich gerade noch ein Duell mit Sniper. Mhm. Boah, die Sniper, die macht gerade echt Bock, ey. Na guck mal, aber ich kann jetzt ein bisschen auf deine Fragen antworten. Boah, ich werde langsam besser mit Snipen. Das macht echt Spaß. Oh, besser wir. Ja, am besten ist Snipen bei Turmkommando. Da hast du immer einen Punkt, wo du hinziehen kannst. Oder bei Herrschaft. Ja gut, aber die kann dich halt immer hinter der Stange verstecken. Ach, wenn ich keinen nicht hätte. Dann würde ich mir gar nichts mehr merken können. Wozu hat man Freunde? Ja, dass sie nicht auftauchen, Zanni. Hat Zanni das Spiel? Ja. Nein. Der hat auch nicht vor, sich zu holen, der mag Splatoon nicht. Ich hab mit ihm mal bei Splatoon 1 mal ein gemeinsames Team gemacht. Da saß er bei mir, da haben wir uns einfach mal abgewechselt. Das war auf YouTube damals noch. Und er hatte nicht so wirklich Liebe für diese Spiele finden können. Nicht im geringsten. Ihn hat das ganze Prinzip irgendwie genervt. Ja, nur ein Pferd hat er nicht. Es ist trotz allem immer noch ein Shooter. Aber wenigstens hat er verstanden, dass man sich auf Scherben konzentrieren muss. Ja, und der Kaya hat ja gesagt, er will es sich irgendwann mal holen. Und dann uns abziehen. Das ist bei uns mittlerweile auch übrigens ein Meme bei mir, Kai und Sunny. Dass Sunny nie auftaucht, wenn man es mal erwartet. Also der ist immer zu spät. Deswegen hat er ja bei mir auch den Spitznamen Mr. Unpünktlich. Diesmal kann ich hier nicht mit einer Mine dienen, ne? Da oben sitzt übrigens ein Sniper. Mit einem Kleckskonzentrator. Der ist mir aber nicht gefährlich. Ja, aber mir ist der gefährlich. Aber ich wurde ein bisschen verjagt. So, jetzt hast du wieder Fläche. Vielen Dank. Ich gebe euch einen Hit-Gitarre. So, ich hab den Sniper ausgeschaltet, der ist mir auf den Keks gegangen. Ich hab's geschafft, guck mal, wo die campen müssen. Die sind wirklich komplett am Anfang. Also wenn das kein Victory ist, ne? Das ist ein brutaler. Das nennt man dominieren. Boah, den habe ich total verfehlt, den einen gerade. Ja, dominiert, da hast du recht. Grund und Boden gestampft. Siehst du den Strich gerade in der Mitte? War ja. Der hat's nochmal verzweifelt versucht. Ja, nachdem ich ihn auch verzweifelt nicht getroffen habe. Was glaubst du, haben wir bei Dreifahrt noch mal ein bisschen Glück? Nein, bitte nicht. Ich möchte jetzt mal weiterspielen. Läuft gerade zu gut, ne? Ja, ja gut, aber 4-0 ist jetzt aber auch nicht so die Meisterklasse. Komischerweise entweder 5-1 oder 6-2, komisch. Nur noch 200 Punkte, dann bin ich beim Ultimativen. Nee, wir können ja sonst dann noch in die Runde machen. Dann. Plus 6 hat der eine. Plus 6. Wie hart hat der denn gesuchtet? Der hat den ganzen Tag durchgespielt. Er hat beide Tage durchgespielt. Obwohl, dann wäre er plus 9.
glaube, der ist nicht schlafen gegangen. Oder der hat jede Runde gewonnen. Dann kriegt man auch. Dann kann man das auch. Ja, dann kann man auch gut Punkte kriegen, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Wenn bei guten Spielern natürlich. Oder der hat mit seinen Leuten. Selbst gespielt. Die besten Spieler haben nicht hier durchgehend perfekte Runden. Also auch die haben irgendwo schlechte Runden mittendrin. Ja, ich habe ihn noch getroffen. Oh Gott, Gott sei Dank, dass ich ihn noch getroffen habe. Gott bless. Ja, ist aber weit geworfen, Kollege. Okay. Das geht mal. Da unten ist einer. Danke. Na, ich konnte ihn nur halb damagen, weil ich den Schuss nicht ganz aufgeladen habe. Ich habe ihn mal mit der Schauerwelle offenbar gekillt. Das sieht ja aus wie ein Schlachtfeld. Oh, sie ist der Gegner durchgekommen. Es ist auch ein Schlachtfeld. Die Tinte ist so komplett verteilt. Überhaupt nicht verteilt, meine ich. Also wirklich komplett, entweder auf unsere ist ein bisschen, dann da ist ein bisschen. Aber der Gegner, das Gegner abhaut. Blasen hab ich aber gut erwischt. Ja, die sind ganz fies. Der Gegner hat aber auch gerade. Der One-Chopper ist sehr fies. Vor allen Dingen, weil du damit ja über die Deckung so ein bisschen drüber angreifst. Mal die linke Seite von denen ein bisschen holen. Da achten die gerade überhaupt nicht drauf. Ja, da achten die gerade überhaupt so gut wie gar nicht drauf. Nein! Der Warnschnapper ist tot. Ja, gut, wir haben es. War jetzt aber nicht. Ich glaube, das war echt keine Snapper, wenn ich irgendwie das Gefühl gehabt. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie habe ich da jetzt kein nichts Gutes hingekriegt. Habe ich dich ein paar Mal überprüft? Hattest du ein paar Fragen gestellt? Nein. In der Runde? Nee, okay. Naja, drei Runden noch und ich habe so oder so das erreicht, was ich haben wollte, selbst wenn das alles Losrunden sind. Okay, ich gehe nach da oben. Also natürlich färbe ich erstmal ein bisschen, aber ich verschalte mich nach da oben. Ich gehe das Ding verteidigen. Warum nimmt jemand zu diesem Modus eine Sniper mit? So, ich stehe hier oben. Ich habe jemanden mit der Schauerwelle erledigt. Ja, ich habe ihn angeschossen und dann konnte er sich nicht mehr bewegen. Fächer, ein Färber, der ist echt gut dafür. Okay, ich bin gerade tot, aber ich habe noch einen vorher mitgenommen. Dark, bleib mal hinter der Deckung da und verteidige in die eine Richtung, ich will zu dir springen. No. Vergiss, was ich gesagt habe. Der Typ mit dem Staubsauger, den kannst du. Ich habe übrigens den Gegner gekillt. Das ist die Hauptsache. Ah, ich bin nur am Verteidigen. Ihr kümmert euch um alles andere. Aber anscheinend hilft das auch. Hm?
was hilft. Dass ich hier am Verteidigen bin. Ah, leck mich doch. Oder was hilft. Du kannst mir übrigens ruhig öfters den Schild hier hinsetzen, wenn du ihn schon hast. Ich habe ihn jetzt einmal oder zweimal reingesetzt. Nein! Ich kill ihn und dann hat er die Surimi eingesammelt. Okay, das ist aber Pech. Ich bin gerade nicht da. Ich bin gerade einmal gestorben. Jetzt muss jemand anders kurz verteidigen. Ja, ich verteidige. Ja, ich spring gerade zu dir. Danke, dass hier sogar instant ein Schild ist. Dankeschön. Aber es macht echt einen Unterschied, wenn sich einer darauf konzentriert, das Ding zu verteidigen. Der beste Gast. Ja, ich kann hier halt easy wegklatschen, wenn hier, vor allem hier oben auf diesem dünnen Weg. Habe ich es richtig einfach. Ich decke den ganzen Weg ab. Ich weiß nicht, wie viele ich jetzt schon umgebracht habe. Ich mal einmal kurz ein bisschen Farbe da oben weg. Och, da wartet einer. Haben so oder so gewonnen. 42%, das schaffen die nicht mehr. Aber das ist auch irgendwie schlau, dass sie noch zum Schluss immer reinrennen. Alter. Ich hab gut verteidigt, finde ich. Ja. Ich hab mich dieses Mal nicht aufs Färben konzentriert, sondern nur das Ding da oben zu verteidigen. Was? Beliebtes Ziel habe ich jetzt Errungenschaft bekommen. Den ich habe keine Ahnung, wie viel ich jetzt umgenietet habe. Ich habe 8 umgebracht. Ich habe 9. Die Sniper-Pose mag ich irgendwie, die das Mädchen da gerade hatte. Ich habe da jetzt nicht so wirklich drauf geachtet, kann ja im Nachhinein noch gucken. Ich fand den cool. Die sah cool aus. Okay, mit der nächsten Runde habe ich definitiv mein Ziel erreicht. Ich bin dann ultimativ. Und du hast sowieso jetzt ein bisschen Lust mit mir zu spielen. Weil ich nicht einmal richtig sauer wurde. Im Übrigen. Kannst du ja mal bei mir die neuesten Videos angucken. Was hältst was findest du von meinen Thumbnails? Ich habe die alle selbst gezeichnet die Woche. Ich habe da mal raufgeschaut, aber in deine Videos habe ich allein nicht geblickt. Aber man hat's gesehen, besser sieht mit deinen Thumbnails. Das hat man schon gesehen. Also jetzt ehrlich. Bei Pigment, das habe ich schon bei Pigment 3 Deluxe gemacht, da habe ich die Thumbnails alle selbst gezeichnet. Und bei Pigment 4 hatte ich halt mir dasselbe Ziel gesetzt, alle Thumbnails zu zeichnen. Es dauert aber auch ultra lang, die zu zeichnen. Ach, gibt's Pigment 4 schon? Ja. Was ich dann zu der 3, das Spiel? Im Übrigen, du musst dir mal die Animation angucken, die mein Zeichner dafür gemacht hat. Ich finde die einfach so schön. Die habe ich mir so oft gegeben. Ich habe die einmal eine Stunde am Stück angeschaut, einfach weil die so schön ist. Super, hast du die denn angreifen? Das glaube ich dir. Der hat sich da richtig Mühe gegeben. Und hat dreimal Verspätung gehabt. Deutsche Bahn. Krank, getrödelt, getrödelt. Das waren die drei Formeln für warum er es dreimal verschieben musste. Also, bis ich endlich meine Animation hatte. Der Sniper gibt einen Schwitzer, das sehe ich schon über. Ja, der gibt einen Schwitzer. Er ist tot. Ich habe ihn gerade umgebracht. Hast du dein Schild bereit? Wenn ja, dann komm. Ja, warte, ich bin gerade von der Seite flankiert worden. Boah, der Schnapp hat mich voll erwischt. Sag mir einfach, wenn der Schild bereit ist, dann versuche ich damit den durchpreschen. Boah, der Sniper. Ja, der campt da so hart. Ja, der Sniper ist Arsch. Der hat ein Schild gesetzt. Ja. Nackt. Wie noch mal.
Oh, ich habe beide umgebracht. Was? Den Scharfschützen und der bei ihm war. Ich wollte gerade mit der Köhlingbombe zu ihm. Der Scharfschütze, der geht mir auch auf den Keks. Wir können ja mal eine Offensive starten. Bist du da? Ja, jetzt. Aber ich bin tot. Hast du gut gemacht! Zumindest ist unser Bereich abgesichert. Oh Mann! Wie ich den Sniper nicht erwischt habe. Aber der hat mich auch erst so gut erwischt. Ich hab bei Grün am Ende noch mal ein bisschen genervt in deren Base. Das siehst du da unten. Ja, die haben gewonnen! Ja! Das hätte ich gar nicht gedacht. Und du sagst immer, man kann Angriff nicht gewinnen. Wenn man ein Schild hat, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Du brauchst nur ein Schild, das macht so einen massiven Unterschied, wenn du der Angreifer bist. Du brauchst nur einen schönen Tintenwerfer und... Du brauchst ein Schild. Der Schild macht den Unterschied. Aber ey, ganz ehrlich, der Sniper, ne? Boah, der Sniper, der ist mir echt, auch auf den Keks gegangen. Der war böse. Erstens, wie hart er gekämpft hat. Und zweitens, der hat wirklich ja nur auf die... in den Punkt gezielt, wo man hochkommt. Der wusste, dass wir jetzt nicht so die Ultra-Fernkampfwaffen hatten. Also ja, doch, ich brauche halt schon so ein bisschen Reichweite. Ich muss ein bisschen näher stehen. Also der Tintenwerfer hat einer der höchsten Reichweiten. Okay, ich glaube, meiner hat so eine... hat ein bisschen mehr Reichweite als der Cosmoplexer. Aber der Platscher, der hat halt bei weitem die höchste Reichweite als Schusswaffe. Naja, die Snipers selbst überbietet keiner, was die Reichweite angeht. Ja, vor allem der Zielelite. Ja, die Zielelite hat die allerhöchste Reichweite und vor allem Ding, die ist durchschlagend. Wenn da hinter dir jemand mitsteht, der stirbt mit dir. Also du, damit kannst du mehrere Ziele gleichzeitig umbringen. Wenn du gut triffst. Ja. Wolltest du eine Runde machen, oder? Nee, ich wollte sagen, dass es jetzt die letzte ist. Also zumindest on-stream. Ich helfe dir noch, deinen ultimativen gleich zu erreichen. Auf jeden Fall für YouTube sage ich, ist hier der Cut bis zum Ergebnis, wer das Splatfest gewonnen hat. Euch sage ich mal, bis gleich. Wir sehen uns wahrscheinlich in so um die 3-4 Minuten Video von der Videozeit her. Euch einfach, wie gesagt, ciao und bis gleich.
Ja, Leute, da hat unser Team ja am Ende noch gut was gerissen, aber eine Sache hat mich jetzt gerade verwirrt. Wenn ich das nicht richtig gesehen hatte, hatten wir eigentlich bei Halbzeit verloren gegen Team Liebe. Also klar, am Endergebnis hätten diese 7-8 Punkte jetzt nicht viel geändert, aber das hat mich jetzt trotzdem schon irgendwo verwirrt. Aber gut, dass wir am Ende noch so viele Dreifab-Matches gewonnen hatten. Das hat uns so gesehen den Hintern gerettet. Also man könnte es eigentlich als einen knappen Sieg ansehen. Wenn man auch noch bedenkt, dass die ein Punkte eigentlich zu dem letzten Team von Team Mantaro gehört hätten. Also wenn man so halt drüber nachdenkt. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr alle Spaß mit ins Splatfest hattet. Sowohl beim Mitspielen als auch beim Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Splatfest wieder, was hoffentlich nicht diesmal innerhalb von 3 Wochen ist. Ich will mich schon ein bisschen darauf vorbereiten können. Das war eine Überraschung für uns alle übrigens, dass innerhalb von 3 Wochen einfach direkt das nächste Splatfest war. Jedenfalls, ich wünsche euch hiermit dann noch einen schönen Tag. Ciao!